Hallo und willkommen zu unserem neuen YouTube-Hop im neuen Jahr. Das erste Mal dieses Jahr unser YouTube-Hop. Und zwar im Team Kreativstempel sind ein paar Mädels mit YouTube-Kanal. Und wir machen einmal im Monat einen Hop. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ist es immer am letzten Donnerstag im Monat. Und dieses Mal haben wir das Thema Tischkalender. Ich habe mich für einen Tischkalender mit Holzklötzchen entschieden, wo ich hier reinstecken kann. Was die anderen Mädels gemacht haben, kannst du einfach unten in der Infobox schauen. Da sind die Links drinnen, was sie so gestaltet haben. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn du dir erstmal mein Video anschaust und vielleicht hast du ja Lust, das nachzubasteln. Ich gehe mit dir erst kurz einmal den Kalender durch. Ich werde nicht alle Seiten mit dir gestalten. Ich denke, jeder hat so seine eigene Kreativität, seine eigenen Ideen, was er für jeden Monat gestalten will. Vielleicht mag er auch Fotos einfach aufkleben oder so. Finde ich auch immer eine ganz witzige Idee. Man kann ja auch so kleinere Fotos machen. Oder mittlerweile gibt es ja auch so diese Polaroid-Kameras, die auch so kleine Bilder machen. Die würden nämlich einfach hier oben rauf passen. Denke ich, das ist auch ganz witzig. Und ich habe mal so in meinen Stempelsets gekramert und habe geguckt, was ich so noch habe. Und habe mir dann eben die einzelnen Karten gemacht. Verwendet habe ich hier für diese Kalender jeweils unser Stempelset Kreative Tage. Wie gesagt, ich zeige dir dann auch, wie es funktioniert. Hier habe ich ein altes Stempelset genommen, also ein älteres Stempelset genommen. Schneeflockenwünsche. Ich finde die Schneeflocken total schön und mag die eigentlich auch ganz gern. Habe ich mich da im Januar dafür entschieden. Hier habe ich ein aktuelles verwendet und zwar einmal diese bezaubernden Ballons in verschiedenen Farben, also in, ich glaube, ich habe Abendblau, Chili und Currygelb genommen und für diese Luftschlangen oder was auch immer sein mag, habe ich Olivgrün verwendet und entsprechend habe ich dann auch immer so ein bisschen geguckt, dass sich diese Mattungen hier irgendwo in meinen Bildern auch widerspiegeln. Für die Schnüre habe ich natürlich dann auch Memento Schwarz genommen. Hier habe ich auch ein richtig aktuelles Stempelset genommen. Und zwar habe ich das Stempelset originelle Ostereier genommen, was es aktuell im neuen Mini-Katalog gibt. Da ist auch dieses kleine Häschen dabei. Und ausgemalt habe ich das Ganze mit den Blends. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich habe hier, glaube ich, Blütenrosa genommen. Kalypso und ich glaube Kürbisgelb. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht ganz sicher. Damit habe ich das Ganze hier ausgemalt dann auch. Dann habe ich in Anführungszeichen ein richtig altes Stempelset genommen. Und zwar es ist Birthday Peggy oder Piggy, nicht Peggy, sondern Piggy heißt es. Ich fand es irgendwie ganz witzig und aus dem Set konturiert und koloriert ist eben dieser Spruch, du bist das Wunder in Wunderbar. Habe das natürlich auch wieder mit Blends ein bisschen ausgemalt und hier in Malve dann die Mattung dazu gemacht. Bei einem Mai habe ich auch ein Set aus einer Celebration-Aktion genommen und zwar hieß es Glückskäfer. Ich finde ihn ganz witzig, den Marienkäfer und auch der Glücksbringer für dich und die Blume eben mit dabei. Das ist eins meiner Lieblingssets und das werde ich, glaube ich, auch nie mehr hergeben. Und zwar unsere Painted Poppies, das gab es auch vor ein paar Jahren mal, aber ich finde es so toll und damit kann man so geniale Karten mitgestalten. Schade, dass es das nicht mehr gibt. Habe das hier eben aufgestempelt und in Chili ausgemalt und auch hier wieder meine Chili-Mattung dazu. Das ist auch eins meiner Lieblingssets und zwar ist es abgehoben. Da gibt es jetzt auch ein aktuelles Set mit Heißluftballons. Das finde ich auch ganz schön. Das habe ich hier einmal in
Wildleder müsste das, glaube ich, sein. Ja, Wildleder und in Savanne aufgestempelt und in Babyblau, beziehungsweise nicht, doch Babyblau, die wurden eben aufgestempelt. Dann, was für mich auf jeden Fall dazu gehört, sind Muscheln. Ich liebe die Nordsee und natürlich auch eben entsprechend den Muscheln. Hier habe ich es so gemacht, dass ich den Stempel mit Savanne einmal abgestempelt habe, beziehungsweise nicht abgestempelt, sondern in die Tinte eingetaucht habe. Und dann habe ich mir den Stamin Right Marker in Wildleder genommen und bin einfach mal drüber gefahren. Über den in Farbe getauchten Stempel, um eben diese Effekte zu haben. Also ich finde es eine ganz witzige Idee und mit den Stamin Right Markern kann man da echt super Effekte auch hinbekommen und das ist eben so entstanden. Dann habe ich unser Set Blütengruß genommen. Das gab es, muss ich, da könnte ich hier vielleicht noch ein bisschen gelb ausmalen. Auch einfach aufgestempelt und mit unserem Blends ausgemalt, damit ein Tag schöner wird bestempelt. Hier hatte ich ein Set genommen aus der letzten oder aus dem letzten Mini-Katalog, aus dem Herbst-Winter-Katalog. Habe die Blätter eben aufgestempelt, auch in verschiedenen Farben und den Spruch dazu aufgestempelt. Dann habe ich hier, ich finde, November ist immer so ein bisschen trist, aber ja, eigentlich kann man den Monat, weiß nicht, also für mich haben diese Blumen, dieses Trockenblumen eigentlich am besten dazu gepasst. Es ist das Set ganz im Augenblick und irgendwie fand ich das ganz schön, habe das in Granit aufgestempelt, wieder auch entsprechend die Mattung dann in Granit gemacht und zum Schluss habe ich hier mit Chili den Spruch aus dem Set Sternenglanz aufgestempelt und einfach mit Gold. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die schimmern ein bisschen golden. Habe ich dann diese Sterne aufgestempelt. So, aber jetzt zu dem, wie es eigentlich funktioniert. Zum Schluss habe ich natürlich hier noch eine Klammer ran gemacht, damit das Ganze einfach schöner zusammenhält. Weil wenn ich das nur hier reinstecke, zum einen bläht es hier oben ein bisschen auf und je nachdem, ob man jetzt den extra stark nimmt oder den normalen grundweißen Farbkarton, kann das natürlich sein, dass das sich ein bisschen biegt. Deswegen habe ich hier oben einfach eine Klammer reingemacht und ich finde, das hat auch nochmal so einen kleinen Hingucker-Effekt. Man muss es nicht in die Mitte machen, man kann es auch so seitlich machen. Oder hier komplett an die Seite reinstecken. Das ist immer so eine Überlegung, wie man es macht. Da kann man sich ja auch überlegen. Oder ob man da vielleicht einfach noch irgendwie ein kleines Bändchen oder so ran macht. Das kann man natürlich auch machen. So, ich habe mir ein paar Plätzchen besorgt, um genau zu sein. Eine Kiste voll und wir brauchen für den Kalender 3 Stück. Dazu brauche ich auch Holzleim, um das Ganze zusammenzuleimen. Das mache ich jetzt auch. Und zwar nehme ich mir 2 her und trage, ups, das war jetzt ein bisschen viel, trage hier unten Leim auf. Ich habe sogar einen genommen, der schnell anzieht. Und das Ganze setze ich hier einfach auf das nächste Hölzchen entsprechend hier auf. Guck natürlich, dass es entsprechend bündig ist. Na. Drück das Ganze noch ein bisschen fest. Und natürlich gucken, dass die Finger sauber sind. Das ist immer so eine Sache. Und dann obla. Da wird gerade kein Sewa da, deswegen nehme ich jetzt einfach ein Tempo. Wische ich eigentlich immer ganz gern einfach nochmal drüber, dass so diese Spur weg ist. Drück das Ganze nochmal ein bisschen an. Und hier innen nehme ich einfach ein Stück von dem Papier oder vom Sewa.
und ziehe das einfach einmal hier durch, dass so diese grobe Masse einfach weg ist. Wenn sich das verschiebt, passe ich das einfach noch mal ein bisschen an. So, das Ganze mache ich mit der anderen Seite auch. Einfach einmal Kleber auftragen. Am besten den Leim dann auch gleich wieder zumachen, dass man es nicht vergisst. Ich bin nämlich immer so ein Held, der ganz gern mal vergisst, den Kleber zuzumachen. Drücke mir das Ganze auch wieder auf. Versuche das natürlich auch wieder bündig zu machen. Und dann stelle ich das Ganze erstmal auf Seite. In der Zeit, wo das anzieht, habe ich genug Zeit, mir meine Kärtchen für meinen Kalender zu machen. Und bis ich dann mit allen Kärtchen fertig bin, hält es dann auch entsprechend. So, dann habe ich für diese Grundkarten hier, die habe ich alle auf 10,5 x 14,8 oder 14,85 gemacht. So kriege ich einfach 4 Stück aus einem Farbkarton raus. Somit brauche ich für diese Grundkarten hier einfach 3 Farbkarton. Wie gesagt, hier habe ich den extra starken genommen. Ich werde jetzt den nächsten mit einem normalen grundweißen Farbkarton machen. Der hat, wie gesagt, auch 10,5 x 14,8 oder 8,5 gemacht. Dann habe ich mir eine Mattung ausgeschnitten. Wer ein gutes Augenmaß hat, sieht, dass das ein bisschen größer ist als das vorhergehende. Und zwar habe ich bei einem, nee, 2 Monate sind es, glaube ich, festgestellt, dass wir fünf Wochen haben, aber dass es einfach ein bisschen knapp war und das hat mir dann nicht so gefallen. Hier war es 6 Wochen haben und es war dann ein bisschen knapp. Und das hat mir nicht so gefallen. Das war, glaube ich, im Dezember auch nochmal. Ja, weil ich dann hier so das obere ein bisschen quetschen musste. Deswegen habe ich das Ganze nochmal ein bisschen entzerrt und habe das einfach ein bisschen größer gemacht. Deswegen hat meine Mattung hier ein Maß von 6,5 cm mal 7,5 cm. Und mein weißes Stück Farbkarton hat 6 cm mal 7 cm. Ich hoffe, ich habe jetzt das Richtige auch gemacht. Ja, schaut gut aus. So, dann habe ich mir mein Stempelkissen in Anthrazitgrau hergenommen und nehme mir hier meinen Stempel mit her. Der Januar ist eigentlich ziemlich einfach. Muss ich gerade gucken, ich habe es jetzt gerade irgendwie durcheinander gebracht. Der Januar hier ist ziemlich einfach, weil der erste war der Montag. Deswegen ist es auch ganz links. Dann kann ich einfach hergehen und kann hier meine Tage in mein Stempelkissen eintauchen. Und muss jetzt nicht irgendwie drauf achten, weil der Januar zum Beispiel den 1. bis zum 31. hat. Also kann ich es einfach so mit reinnehmen. Ich habe mir das Ganze dann unten aufgestempelt. Und darüber habe ich mir meine Tage, gucken, dass es einigermaßen gerade ist, in Memento genommen. Jetzt werde ich es aber anders machen. Ich werde erst den Monat stempeln. Den habe ich auch in Memento schwarz gemacht. Den werde ich oben aufstempeln. Und jetzt ist die Überlegung, ob ich sage, ich mache meine Tage direkt unten drunter oder ich mache meine Tage direkt über die einzelnen Tage oder über die Ziffern. Ich entscheide mich für die direkte Variante. Man kann das natürlich auch jetzt dann hier unten drunter machen, dass es im Endeffekt gleich ausschaut.
aber da ist, denke ich, euch freien Lauf gelassen. So, so schaut jetzt mein Kalender für den Januar aus. Ich nehme jetzt einfach nur mal ein Schmierpapier, um dir zu zeigen, wie denn diese kreativen Tage an und für sich einfach zu handeln sind. Das Schöne ist, du hast 7 Tage in der Woche, ja, und die passen genau auf die Breite von dem Stempelkissen. Das heißt, wenn ich jetzt eben der erste Dienstag ist, schiebe ich mir das Ganze einfach einen Tag weiter. Und dann habe ich aber hier nur 6 Tage in der ersten Woche und dann wieder 7 Tage in der zweiten, dritten und so weiter. Und das finde ich total genial. Im Februar haben wir ja jetzt beispielsweise, ich lege den mal hier hin, der erste ist ein Donnerstag, also brauche ich nur 4 Tage. Und ich brauche aber nur bis zum 29, weil wir dieses Jahr ein Schaltjahr haben. Da gehe ich einfach her und nehme mir einfach ein Post-it und klebe mir das auf den 30. und auf den 31. In der Hoffnung, dass es hält. Mache ich mal so, weil dann hält es auf jeden Fall. Klebe ich mir so eben hier drauf. Und dann gehe ich hier auf mein Stempelkissen. Auch wieder von 1 bis 29. Erste Donnerstag, 4. Sonntag. Stempel mir das hier so auf. Bevor ich aber abstemple, nehme ich natürlich mein Post-it weg. Und dann kann ich das entsprechend aufstempeln. Ich habe nur vorhin den 31. gemacht. Und dann stempel ich mir das hier auf. Und habe... Ja. Das war jetzt natürlich mein Fehler. Ich habe vergessen, einen Zauber zu machen, bevor ich es abstemple. Also machen wir das Ganze nochmal. So, jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ich drehe auch mein Schmierblatt einfach mal um. So, wir haben Februar. Dann klebe ich mir die 30 und die 31 ab. Dann nehme ich mein Stempelkissen her, gucke wieder, wie ist meine Tagesfolge. Das stempel ich mir hier einfach mal durch. Nehme mein Post-it wieder weg und stempel das Ganze entsprechend ab. Und so habe ich dann nur vom 1. bis zum 29. Wenn ich jetzt nur den 30. Oder bis zum 30. habe, nehme ich mir einfach ein Post-it und klebe den 31. zu, gehe wieder in mein Stempelkissen und stempel das Ganze ab. Und so ist es eigentlich wirklich für jeden Monat total easy handelbar und man kann jederzeit wieder neue Kalender machen. So, dann gehen wir wieder zurück zu unserem Kalenderblatt. Diesmal werde ich es in Aquamarin machen. Ich nehme mir aber trotzdem Schmierblatt her, weil ich auch ganz gerne bei solchen Sachen über das Grundblatt hinaus stemple. Und zwar muss ich jetzt kurz einen Stempelblock nehmen und meine Schneeflockenwünsche. Da habe ich auch nur den einen Stempel genommen und den stempel ich jetzt einfach kreuz und quer, in Anführungszeichen, hier auf mein Blatt. Also, wenn man will, kann man natürlich das Komplette machen. Ich glaube, das werde ich jetzt auch mal machen. Man sieht zwar nicht alles, aber hat dann vielleicht doch einen anderen Effekt. In der Mitte lasse ich jetzt hier mal ein bisschen frei. Da kommt ja dann meine Mattung drauf.
Und dann habe ich das Problem, beziehungsweise nicht Problem, sondern das Ding, dass ich meine Mattung nicht ganz unten aufkleben darf. Also ich darf die nicht direkt hier unten hinkleben, weil ich es ja einfach ein Stück ins Holz reinstecke. Ich hatte mir hier einfach ein Stück Farbkartonrest genommen. Ich glaube, das waren so 3 cm sowas in der Art. 2,5 cm habe ich mir genommen. Dann habe ich nämlich bei jedem Kalenderblatt den gleichen Abstand. Das habe ich mir dann immer unten hingelegt. Ich nehme jetzt hier einfach mal einen Streifen. Der hat zwar keine 2,5 cm, aber 1,9. Mal gucken, ob ich einen breiteren habe. Kann man ja einfach so einen Papierrest nehmen und zuschneiden. Manchmal hat man ja so Streifen übrig. Jetzt noch was anderes gefunden. Na. Ja, das hat jetzt knapp 3 cm. Kann man ja dann ein bisschen einkürzen. Ich mache es jetzt mal mit den 3 cm. Beziehungsweise kürze es mir kurz auf 2,5 cm. Na. Dann habe ich nämlich unten immer den gleichen Abstand. Das halte ich mir einfach so hin. Mache meine Mattung einmal mit Kleber. Und dann gucke ich, dass es unten einigermaßen oder unten bündig ist und klebe das dann entsprechend bündig an meine Anlegehilfe und klebe das Ganze dann hier in der Mitte drauf. Und da kann man sich dann jetzt auch überlegen, ob man eventuell das mit Dimensionals festklebt oder ob man das direkt aufklebt. Ich klebe es direkt auf, sonst wird der Kalender auch einfach zu dick. Und klebe das dann hier entsprechend auf meine Mattung auf und mache mir zum Schluss noch meinen Spruch, nämlich auch den gleichen mit dem vom Himmel gefallen. Den finde ich eigentlich ganz schön. Den mache ich mir auch wieder in Schwarz. Und setze den hier noch auf. So, dann haben wir unsere erste Seite fertig. Wie gesagt, ich mache jetzt nicht jede einzelne Seite mit dir, weil sonst würde sich das Ganze, glaube ich, unnötig in die Länge ziehen. Ich zeige sie dir hier nochmal auf und werde dir auch jede einzelne Seite im Abspann fotografieren, beziehungsweise jeweils ein Bild von den Seiten im Abspann einstellen, und dann kannst du dich hier inspirieren lassen oder einfach neue Ideen für dich suchen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß dabei und viel Spaß auch beim Hüpfen. Wie gesagt, schau einfach unten in die Infobox, da sind die anderen Links, und dann noch einen schönen Abend und bis bald!